SpaceX lässt sich von nichts und niemandem aufhalten. So zumindest beten wir Starship-Fans uns dieses Mantra vor. Aber so einfach ist das alles nicht. Trotz der FAA-Genehmigung gibt es noch weitere regulatorische und technische Hindernisse. Zusätzlich habe ich einige Punkte, über die sonst niemand spricht, denn Hashtag Team Space, Artemis und die Vision von Mond und Mars hin oder her. Am Ende des Tages ist Raumfahrt ein knallhartes Business mit vielen Interessensgruppen, mächtigen Menschen und widerlichen Lobbyisten. Heute werfen wir wieder einen genauen Blick nach Boca Chica und zum Cape in Florida, wo sich die Ereignisse überschlagen. Wir gehen unter anderem folgenden Fragen auf den Grund. Was tut sich auf den Baustellen? Wer hat ein Interesse daran, dass Starship nicht fliegt? Und was tut SpaceX, um den Traum doch Realität werden zu lassen? Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Bevor ich dir meine Theorie bezüglich der Starship-Gegner und Befürworter vorstelle, bringen wir uns erst einmal auf den letzten Stand der Dinge. Wie immer fangen wir das Starship-Update mit einem Blick auf die Grafik von Brandon Lewis an. Was auf den ersten Blick zu erkennen ist, ist, dass wieder wesentlich mehr Prototypen im Bau sind. Zusätzlich sehen wir zwei Testtanks. Einerseits sagt uns das, dass der Fokus weiter in Richtung der Prototypen gewandert ist. Andererseits heißt das, dass der Bau der Infrastruktur gut vorangekommen ist. Aber dazu kommen wir gleich. Booster 7 ist nach der Explosion unter dem Starttisch weiterhin in der Mega Bay und wird repariert. Elon hat uns auf Twitter schon verraten, dass weder Booster noch der Starttisch nennenswerte Schäden davongetragen haben. Irgendwie gut, dass diese Explosion passiert ist, denn so konnten sich einerseits die Infrastruktur und andererseits die Triebwerke und die Booster-Architektur beweisen. Dürfte alles sehr robust gebaut sein, wenn so eine Schockwelle keine gröberen Schäden anrichten konnte. Das widerlegt für mich auch alle Argumente für ein Schallunterdrückungssystem. Starship und Super Heavy sind darauf ausgelegt, diese Kräfte auszuhalten. Trotzdem werden zur Sicherheit alle Triebwerke ausgebaut und überprüft. Währenddessen ist Booster 8 schon beinahe fix und fertig in der Mega Bay und wartet auf Triebwerke. Laufend werden Raptoren geliefert und in der Werkstraße herumgeschoben. Leider ist nur anhand der Videos schwer zu erkennen, welche Triebwerke wohin gebracht werden, welche Triebwerke Raptor 1 und welche Raptor 2 sind. Ich vermute, dass B7 noch immer der primäre Kandidat für den Orbitalflug ist. B8 steht wie immer als etwas besserer Zwilling zur Verfügung, falls sein Vorgänger aus irgendeinem Grund versagen sollte. Das Zwillingspaar B9 und B10 sind ebenfalls schon, zumindest in Teilen, gesichtet worden. Die Zeiten sind leider vorbei, wo wir jedes Ringsegment, jede Kuppel und jeden kleinen Test nachverfolgen konnten. Mittlerweile muss ich mir ganz genau überlegen, was ich in so ein Starship-Update packe, sonst wäre jedes Starship-Update mehrere Stunden lang. Tja, bei den Schiffen verhält es sich ähnlich wie mit den Boostern. Es befinden sich zwei Zwillingspaare im Iterationszyklus. S24 steht schon seit Wochen auf dem Testgelände und hat mit seinen Triebwerken bereits mehrere Cryo- und Spin-Prime-Tests durchlaufen. Hier wird S24 nach einem Test mit der Drohne auf Schäden überprüft. Wir sind definitiv in der Zukunft angekommen. In der Produktionsstraße wurde beobachtet, wie Mitarbeiter entweder echte Starlink V2 Satelliten oder Platzhalter für eben diese in den Starlink-Verteiler herablassen. Dieser als Pets-Dispenser bekannte Mechanismus wurde in S25s Frachtsegment platziert. Auch S24 verfügt über den Schlitz dafür, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nur ein Pathfinder-Projekt war. Ich vermute, dass S25 schon versuchen wird, Starlink-Satelliten auszusetzen. Wenn S24 diese Aufgabe schon übernehmen soll, dann müsste man die Satelliten durch den Schlitz in das Frachtsegment stecken, denn das Schiff ist schon vollständig zusammengesetzt und geschweißt. Welches Schiff wird für diese Aufgabe verwendet? Was denkst du? Schreib es mir in die Kommentare. Der Testtank B7.1 wurde auch schon mehrmals getestet. Dafür hat man es mit flüssigem Stickstoff befüllt und versucht, an seine Grenzen zu bringen. Tatsächlich hat es einmal gepoppt. Solche Tests werden absichtlich so designt, dass man die Testartikel an ihre Grenzen bringt, um die Belastungsgrenzen auszuloten. Für solche Tests wird dieser Dosencrusher verwendet. Hier sieht man besonders schön, wie dieser Mechanismus funktioniert, der den Druck auf den Tank ausübt. Diese hydraulischen Pressen helfen, im Flug entstehende Kräfte zu simulieren. Früher waren wir froh, einen Test zu sehen. Heute passieren bei jeder Gelegenheit gleich mehrere Tests. Während B7.1 getestet wurde, hat man auch die Bodenanlagen der 0. Stufe sozusagen getestet. Hier schön zu sehen, wie der Versorgungsarm für das Schiff Tests durchläuft.
Jetzt ein kurzer Blick auf die laufenden Infrastrukturprojekte, bevor wir zu den neuesten Raptor-Triebwerkstests in McGregor kommen. Auch wenn das eine oder andere Gebäude aussieht, als wäre es fertiggestellt, so arbeiten doch immer wieder Crews an Erweiterungen, Aus- und Umbauten. Der neue Hochschutz, auch bekannt als Mega Bay, hat seine volle Höhe erreicht und ist schon längst in Betrieb. Aber das Gebäude befindet sich noch immer im Bau. Hier wird ganz oben noch Beton gegossen und die Außenfassade der obersten Stockwerke fehlt auch noch. Das größte Infrastrukturprojekt in Boca Chica ist im Moment der Bau der sogenannten Star Factory. Das ist dieses gigantische Gebäude, welches nach und nach alle drei Hauptzelte in der Werkstraße ablösen soll. Der Bau geht rasch voran und ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten 2 oder 3 Wochen zumindest ein Teil dieses Gebäudes in Betrieb geht. Ähnlich wie sie es auch beim Hochschutz und bei der Mega B gemacht haben. Dann wird das Zelt daneben abgebaut und entfernt, bevor das Gebäude erweitert wird und die anderen beiden Zelte auch ersetzt werden. Auf dem Testgelände wird der Wall zwischen dem orbitalen Starttisch und der Tankfarm betoniert und somit fixiert. Ganz offensichtlich zum Schutz der Treibstofftanks. Wenn man den Gerüchten auf der Straße Glauben schenken darf, dann hat sich die Tankfarm in den letzten Wochen ein wenig gesetzt, ist also ein wenig in den Boden gesunken. Bis zu einem gewissen Grad ist das normal und soweit scheint es keinen Einfluss auf den Betrieb der Tankfarm zu haben. Was ich aber viel interessanter finde, sind diese Zaunelemente, die das Gelände etwas erweitern. Für mich sieht es so aus, als ob sie hier bald mit einem neuen großen Bauprojekt beginnen. Der Boden scheint zumindest teilweise geräumt und bereit für Planierungsarbeiten zu sein. Was auch sehr schnell vorankommt, ist der Umbau der ehemaligen Schießanlage etwa 10 Minuten von der Werkstraße entfernt. Angeblich soll das eine Anlage für Triebwerkstests werden. Es befindet sich direkt am Rio Grande und hat somit direkten Zugang zu Wasser. Man wird später auch direkt hier Triebwerke reparieren und inspizieren, anstatt sie jedes Mal nach McGregor zu bringen. McGregor ist nämlich 744 Kilometer oder eine gute 7 Stunden Fahrt entfernt. Hin und retour sind es über 14 Stunden netto Fahrzeit. Aber ohne McGregor wird das auch nicht gehen, denn hier baut SpaceX gerade die nächste Raptor-Fabrik, die schon sehr gut ausschaut. Hier werden laufend Triebwerke getestet. Besonders schön fand ich diese Tests, bei denen die Schubvektorsteuerung im Flug getestet wurde. Einfach wunderschön anzusehen. Die Probleme, die sie gehabt haben, scheinen beseitigt worden zu sein. Wir dürfen gespannt bleiben. Wenn du meine Videos informativ findest, dann freue ich mich, wenn du mich mit einer YouTube- oder Patreon-Mitgliedschaft unterstützen möchtest. Infos dazu unten in der Videobeschreibung. In Florida hat SpaceX auch große Fortschritte gemacht. Hier wird nicht gekleckert, sondern gleich geklotzt. Es werden keine Zelte mehr errichtet. Sie bauen direkt eine große Produktionshalle und 2 gigantische Hochschutzgebäude für die Montage der Schiffe und Booster. Hier das Fundament eines Hochschutzes. Elon nennt die Bodenanlagen in Boca Chica gerne Stage Zero, beziehungsweise auf Deutsch Stufe 0 der Rakete. Beim Bau der Anlagen in der ersten Starbase haben sie viel gelernt. Das Gelernte fließt nun in den Bau der Anlagen in Florida. Daher nenne ich sie gerne Stufe 0.2. Als man in Boca Chica begann, war man sich noch nicht so sicher, was aus diesem Vorhaben wird. Inzwischen ist Starship nicht mehr nur ein feuchter Traum von Elon Musk, sondern ein ernsthaftes Projekt. Und das ist wunderbar zu erkennen, wenn wir diese tollen Luftaufnahmen von NASA Spaceflight betrachten. Der Startturm ist bereits zur Hälfte fertiggestellt und hier werden schon die Arme für den Turm konstruiert. Felix von What About It vermutet, dass sie in Florida nicht nur den zweiten, sondern auch einen dritten Turm für Starship-Operationen bauen könnten. Ich finde, das ist nicht unbedingt weit hergeholt. Da SpaceX in nächster Zukunft keinen wirklichen Starship-Betrieb in Boca Chica aufnehmen wird, bietet es sich an, die Kapazitäten am Cape zu verdoppeln. Sie haben zumindest das zusätzliche Pad 49, wohin sie sich mit Sicherheit bald ausbreiten werden. Was denkst du, wird SpaceX machen? In der Community war man sich lange Zeit nicht einig, wofür diese mysteriöse Struktur ist. Nun wird daneben ein Tank gebaut, was darauf schließen lässt, dass es sich hier um einen Stand für einen Wassertank handelt. Und weil wir schon am Cape sind, schauen wir uns Hangar X einmal aus der Luft an. Weil wir es können und weil er so schön ist. Auch wunderschön sind die 3 Blitzmeldungen, die ich für dich habe. Das SLS wurde nach mehr oder weniger erfolgreichen Tests vom Pad 39B zurück ins VAB gerollt, um die letzten Vorbereitungen für die erste Artemis-Mission zu treffen. Es laufen gerade Wetten in der Community, welche Rakete es zuerst schaffen wird, einen Orbit zu erreichen. Starship oder SLS? Was denkst du? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Am 18. August wird die Milliardenschleuder zurück zum Pad gerollt. Mögliche Starttermine sind der 29. August, der 2. September und der 5. September. Zu Artemis werde ich in Kürze noch eine eigene Ausgabe bringen. Und Artemis 1 werde ich auf jeden Fall streamen. Blue Origin macht auf Pad 36 auch keine halben Sachen. Sie erweitern ihre Anlagen ebenfalls und hier wurde ein neuer Prototyp der New Glenn Oberstufe Jarvis gesichtet.
irgendwie süß im Vergleich zu SpaceX. Auf Pad 41 bemüht sich auch ULA nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Hier wird der mobile Starttisch für die im Oktober erscheinende Vulcan Centaur getestet. Wenn du mich fragst, alles ein riesiger, zu teuer geratener Kindergarten im Vergleich zu SpaceX. Aber kommen wir zurück zu SpaceX. Wir haben schon alle mitbekommen, dass die FAA mittlerweile ihr Gutachten veröffentlicht hat. SpaceX muss 75 Auflagen erfüllen, die aber verhältnismäßig leicht umzusetzen sind. Das ist aber nicht das Thema heute. Die Geschehnisse der vergangenen Monate haben mir ein wenig zu denken gegeben. SpaceX hat viele festgefahrene und eingebunkerte Firmen mit einer Rückhandohrfeige aufgeweckt. In Amerika und in Europa. Das hat unweigerlich dazu geführt, dass sie sich viele einflussreiche Feinde gemacht haben. Die Falcon 9 hat den etablierten Raketenbauern das Leben schwer gemacht. Aber Starship wird noch weiter gehen. Wenn Starship online geht, dann können sie alle einpacken und nach Hause gehen. Also quasi Tschüss mit Ü und Ciao mit Au. Aber SpaceX hat sich nicht nur Feinde gemacht. Was jetzt kommt, sage ich echt nicht gern, aber es muss gesagt werden. SpaceX hat sich viele Freunde beim US-Militär gemacht. Einerseits können diese nun für das gleiche Geld 3 statt einem Spionagesatelliten starten, haben überall auf der Welt Internetzugang dank Starlink und einige Generäle haben das Potenzial von Starship erkannt und wollen es um jeden Preis haben. Ich habe eine eigene Ausgabe zu den militärischen Anwendungen von Starship produziert, du findest sie hier in der Infobox. Kurz gesagt, kann Starship Kriegsmaterial und Soldaten in unter einer Stunde überall auf der Welt hintransportieren. Und ULA, auf die sich die Militärs nun jahrzehntelang verlassen hatten, hat in letzter Zeit enttäuscht und sich als betrügerisch, teuer und ineffizient herausgestellt. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass sich der Old Space in Amerika und Europa gegen SpaceX stellt und tut, was in ihrer Macht steht, um zu verhindern und zu verzögern, was geht, damit sie aufholen können. Auch wenn ich kein Freund des Militärs bin, haben genau diese meiner Meinung nach dafür gesorgt, dass SpaceX weitermachen kann. Egal wie mächtig und einflussreich du glaubst zu sein, das US-Militär ist mächtiger und einflussreicher. Und genau denen hat es SpaceX recht gemacht. Anscheinend war es auch leider wirklich notwendig. Andernfalls bin ich mir nicht sicher, ob sie so weit gekommen wären. Aber ganz so einfach, wie ich es darstelle, ist es dann auch wieder nicht. Starship wird aber nicht nur dem Militär, sondern auch der gesamten privaten und institutionellen Raumfahrt dienen. SpaceX hat sich selbst auch schon von der Inbetriebnahme von Starship abhängig gemacht. Denn ohne Starship können sie ihr Starlink-Netzwerk mit den neuen Starlink V2 nicht ausbauen. Nächsten Sonntag kommt eine Ausgabe, wo wir über den vermutlich größten Auftrag für Starship in der Geschichte der Raumfahrt reden werden. So viel kann ich schon verraten, es geht um gigantische Raumstationen. Am 23. Oktober bin ich mit Mo von Senkrechtstarter, Felix von Whataboutit und vielen, vielen anderen Kreatoren und Mitgliedern des Hashtag Team Space auf dem Space Creator Day im Technikmuseum Speyer bei der Weltraumausstellung. Schau mal auf die Website, es gibt nicht mehr viele Tickets. Genug der Worte. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.